Claudia füllt jetzt die Anmeldung aus. Da hängt ja ein kleiner Briefkasten, da kommt dann der Anmeldezettel rein. Wie heiße ich denn? Aha. So. Zettel ausgefüllt, hier rein. Ja, dann gehen wir mal zum Restaurant. Oder hast du keinen Hunger? Doch, ich hab Hunger. Gut, schauen wir mal. Jede Menge Parkplätze. Da zum Restaurant und Biergarten wahrscheinlich. So, wir sind mal wieder auf einem Landvergnügenstellplatz und zwar sind wir am Casas Eichenhof angelangt und ja, wir haben gerade hier super gegessen und jetzt interviewe ich dann auch mal auch die Betreiber, die sitzen nämlich hier vorne. So, hallo ihr zwei. Hallo. Ihr dürft euch mal vorstellen. Ja, ich bin Sandra Wilczek, das Sa vom Casas. Ich der Carsten Kruse, das dementsprechende K vom Casas. Genau. Und wir machen das Ganze jetzt schon seit 2018, hatten im Sommer 2017 das Angebot bekommen, das hier machen zu dürfen und haben dann nicht lange überlegt, sondern hatten dann die verrückte Idee, ja, das machen wir mal eben binnen vom halben Jahr, also mal eben, das Restaurant auf die Beine zu stellen. Ja, mittlerweile haben wir 2021, Corona Gott sei Dank gut überlebt und wir haben immer noch Spaß an der Sache. Es ist einfach schön, nette Gäste, viele Camper zu begrüßen zu dürfen. Es ist schön. Nette Kulisse hier in Bissendorf-Werschel. Ja. Stichwort Camper. Ihr habt ja nebenan habt ihr ja den Landvergnügenstellplatz. Also für uns hat sich das ja auch angeboten, hier direkt essen zu kommen. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit den Campern? Ja, also bisher tatsächlich nur positive Erfahrungen. Das läuft ja alles ganz unkompliziert. Der Platz ist da. Als Camper kümmert man sich ja eigentlich so um alles drumherum selber und ich würde sagen so 95-99% kommen auch tatsächlich bei uns essen. Wenn es zu den Öffnungszeiten passt. Genau, wenn es zu den Öffnungszeiten passt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Interview und vielen Dank fürs leckere Essen. Wir danken auch. Vielen Dank für den Besuch.
So, jetzt müssen wir uns das Moin Moin mal wieder abgewöhnen, so langsam. Geht Richtung Heimat. Ja, guten Morgen. Ja, das ist unser letzter Stellplatz, bevor es nach Hause geht. Wir waren ja jetzt eine Woche auf Campingtour auf Fehmarn. Und auf der Rückfahrt haben wir uns dann noch einen Landvergnügen-Stellplatz rausgesucht. Und zwar aus dem neuen Buch. Seite 90 unten. Casas Eichenhof nennt der Stellplatz sich. Mhm. Und er bietet 3 Plätze an. Ist sehr schön gelegen, ländlich. Mhm. Stromanschluss vorhanden. Eine kleine Spendenkasse. Ja. Vorbildlich geführt, finde ich eigentlich. Das haben die eigentlich auch sehr gut an einer Scheune befestigt. Also sind eigentlich keine Fragen offen. Die Stromanschlüsse, alles super verlegt. Betreiber sind die Besitzer des Hofes. Hier ein älteres Ehepaar, wenn ich dazu sagen darf. Und die verpachten auch das Restaurant, was direkt auf dem Grundstück ist. Und das gehört nicht zu denen, die verpachten das nur. Aber angenehm ist, dass wenn man hier steht, auch direkt die Ecke rumgehen kann. Mhm. Nachmittags Kaffee und Kuchen, Frühstücks gibt es da. Da gibt's, den ganzen Tag gibt es da was zu essen, man kann da frühstücken, ja. Kaffee und Kuchen und abends essen. Und dann haben wir das gemacht und ja. Hervorragend. Donnerstag und Freitag sind, glaube ich, Ruhetag. Wochenende ist auf jeden Fall immer komplett auf. Sonntag ist von morgens bis abends auch mit Frühstück und regionale Speisekarte und jetzt zum Beispiel Spargelzeit, super Spargelgerichte, große Portionen. Am besten immer auf der Internetseite nachgucken, wann die Öffnungszeiten sind oder welche Angebote die haben. Ich setze den Link natürlich dann unten in der Videobeschreibung rein. Und vorher reservieren ist auch noch wichtig am Wochenende, weil... Genau. Sonst ist mit Plätzen schlecht. Also die sind sehr gut besucht. Waren sie jedenfalls gestern zur Kaffeezeit. Auch abends waren alle Tische besetzt. Ja. Wir sind dann gestern Nachmittag noch mit dem Fahrrad gefahren, weil schönes Wetter war. Jetzt hört man den Regen ein bisschen prasseln. Heute wäre nicht so schön. Aber hier kann man super Fahrrad fahren. Wir haben das Schloss haben wir besucht. Das war leider zu, weil es schon irgendwie zu spät nachmittags war. Aber eine schöne Gegend hier, kann man wirklich ganz toll Radfahren. Den See haben wir uns angeguckt. Mhm. Ja, und danach sind wir dann essen gegangen. Sehr lecker, ganz ruhige Nacht. Betreiber hat sich gestern nochmal gemeldet und heute Morgen habe ich ihn auch nochmal irgendwie kurz gesehen. Wie war denn die Nacht, hat er gefragt. Alles super. Also, wir finden... Absolut empfehlenswert. Empfehlenswert, ja. So, das war's. Jetzt geht's nach Hause. Wir müssen wieder arbeiten. Eine Woche Urlaub ist um. Diesmal Campingurlaub mehr gewesen als Landvergnügen. Hatte auch was, aber Landvergnügen ist einfach schöner. Man steht ruhiger. Finde ich. Ja. Okay. Ja, danke fürs Zusehen. Wer nichts mehr verpassen möchte, der kann unseren Kanal abonnieren. Und für einen Daumen nach oben wären wir sehr dankbar. Mhm. Ja, komm, wir fahren nach Hause. Arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich muss noch Videos bearbeiten. Ach. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.